Hallo liebe Freunde vom AG-Spiel und vom Let's Play AG-Spiel. Ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe. Das habt ihr ja schon gesehen, ihr merkt es ja auch schon an der leichten farblichen Veränderung des Logos und an dem an der Sonderbeschriftung des Logos, dass es hier um eine Sonderfolge sich handelt. Und zwar, ja, wie soll es anders sein? Was wäre eine Börse ohne einen schwarzen Freitag? Ja, wahrscheinlich gut, denn man hätte gute Gewinnchancen und auch gute Marktchancen. Aber wir wiederholen jetzt das Spiel, was es damals schon mal gab an der richtigen Börse, allerdings unfreiwillig, denn wir erleben vom 17.07. auf den 18.07. eine wahre Schlacht. Wir haben jetzt hier einen Einbruch erlitten und ja, einen fairen Preiseinbruch, und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, was hier passiert ist. Alle sind hier wie Schnappatmung hier oben im Chat schon seit mehreren Stunden. Ich kann ja nochmal drauf gehen hier, was hier diskutiert wird. Es wird eigentlich nichts anderes diskutiert als diese faire Preisgeschichte. Hier sieht man von vor 3 Stunden, also wenn man die ältere Chat-Historie aufmacht, sieht man normalerweise ganz, ganz alte Beiträge. Hier wird also wirklich ganz aktuell diskutiert. Hier wird diskutiert, -96,83%, um Gottes Willen, was ist mit der Berechnung, ist alles aus, ist alles vorbei. Und hier, Dahl ist zum Beispiel dabei, und die Solid Profit AG, Karm Scheuer ist dabei, und alle, die jetzt heute sich als Admin, als Tutor und als Helfer bemüht haben, alle irgendwie mal zu beruhigen und so weiter, das war natürlich, ist natürlich die heute schwere Aufgabe. Und ja, es ist eins passiert, wir gehen da jetzt mal direkt drauf. Schwarzer Freitag. Ich brauche auch nur auf den AGSX gehen und gehe einfach nur mal spannenderweise auf erstmal, um auch mal eine große Aktiengesellschaft zu zeigen, die natürlich sehr auffällig ist, ist die Solid Profit AG. Ja, da ging mal eben der faire Preis. Ich muss es auch nochmal größer machen hier. Das ist doch viel geiler, wenn man es größer macht. 30 Tage Kurs FP. Wir haben hier einen fairen Preis gehabt von noch 700 und ein paar zerquetschte hier. Ich zerquetsche es immer so gerne. 768 Euro. Und er ging mal direkt runter auf 0 Euro. 0. Aus. Kein fairer Preis mehr. Es gibt keinen fairen Preis mehr für Solid Profit, was natürlich zur Folge hat, dass sämtliche, ich brauche ja auch nur in die Aktionärsstruktur reingucken. Also Solid Profit ist runtergeknallt auf 0 Euro. Aber um erstmal am Anfang mal zu sagen, was da passiert ist, möchte ich hier kurz auf die offizielle Nachricht in der Community über die Zeitung kurz mitteilen, dass hier aufgrund eines technischen Fehlers, das heißt, es ist passiert, dass zum Tageswechsel die Berechnungsformeln oder irgendwas schiefgelaufen ist. Wir wissen es noch nicht. Es wird sich sicherlich klären und wir kriegen eine Lösung. Also hier ist wirklich gerade hier Panik angesagt, aber es wird versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, das zu beheben. Und ja, und deswegen ist auch die Orderausführung, der gesamte Markt ist lahmgelegt. Freitag, am Freitag, gerade zum Wochenende, wo viele natürlich aus den Buschen kommen und sagen, jetzt können wir richtig loslegen, handeln, handeln. Der Handel ist eingestellt, vielleicht sogar bis Montag, 21.07. Und dann wird an einem Problem gearbeitet. Es ist komplett zusammengebrochen. Also wirklich, es ist schon fast nicht, man darf nicht drüber lachen, aber es ist schon komisch, dass es zum Freitag passiert. Also der schwarze Freitag wird hier vom System durch ein Missgeschick herbeigerufen, obwohl es nichts mit Kursverfall zu tun hat, sondern mit einem fairen Preisverfall. Das heißt, die Bewertung der Aktiengesellschaften ging in den Keller. Dadurch purzeln aber komischerweise nicht die Kurse, denn der Handel ist ja eingestellt. Was damals passiert ist beim Schwarzen Freitag, ist natürlich, dass die Bank oder eine große Bank versucht hat, durch die Kurse zu stabilisieren, hat also viele, viele Dinge gekauft. Das kann jetzt gar nicht passieren. Das ist, die Systembank kann bei uns sowieso nicht aktiv handeln. Hier gibt es keine Rettungsschirme. Hier gibt es nur die Spielleitung, die vielleicht an dem Systemfehler arbeiten kann und eine Rettung herbeirufen kann. Es kann jetzt keiner was machen, außer Panik schieben. Das ist natürlich eine ganz üble Geschichte. Gucken wir doch einfach mal in die Aktionärstruktur. Sondersendung, müssen wir mal gucken. Ja, hier sieht man zum Beispiel, dass hier Aktionäre komplett überall neu sind. Also ist komplett, der gesamte Markt ist auf Stillstand gesetzt. Dadurch ist natürlich auch die Änderung der Stückzahl. Alles ist komplett auf Null gesetzt, alles gesperrt. Aber wenn ich jetzt hier mal die Aktionärstruktur anschaue, wir gehen jetzt mal auf die Top AG. Einfach mal wechseln. Top AG, ich gehe jetzt mal hier weg. Zack, runter, so. Denn
da ja die Top AG auch Aktionär ist, und zwar sehr großer Aktionär, der Solid Profit AG, ist durch den Absturz durchs System auf 0 FP natürlich auch der eigene FP gesunken. Wenn also der faire Preis einer Aktiengesellschaft, die, mit der ich verknüpft bin, natürlich runtergeht, das ist eine riesen Kettenreaktion, die passiert. Jede Aktiengesellschaft ist betroffen. Ich kann anklicken, wen ich will. Außer, und jetzt kommt's, außer, da anscheinend die fairen Preise und die Berechnung der fairen Preise sich auf die großen oder auf die Hauptaktiengesellschaften irgendwie verteilt haben, müsste ja eigentlich, jetzt gucke ich mal nach, das habe ich jetzt heute noch gar nicht gemacht, wenn ich jetzt auf neue AGs gehe und schaue mir einfach mal eine AG an, die vielleicht erst seit, ja, Gizmo AG und Co. Ja, die meisten haben aber auch schon Geld ausgegeben und in große Aktiengesellschaften investiert. Ja, das ist natürlich eine Sache. Kann ich mir das jetzt nicht angucken? Doch, da oben so. Da ist noch gar keine faire Preisberechnung entstanden. Das ist natürlich jetzt noch alles auf Null gesetzt. Ja, das ist natürlich... Ja, ich suche mir jetzt... Oh, die Preise. Leute, guck mal. Die Systembank arbeitet aber weiter parallel. Oh, wie ärgerlich. Man könnte hier... Man könnte hier mittlerweile... Und keiner kann kaufen. Ich glaube, die sitzen alle an den Tasten, krallen sich da mit den Fingernägeln rein und warten nur darauf, dass sie hier Systembankanteile kaufen können. Hier die Silverbuck. Oh nee, ey, ist das grausam. Leute, das ist wirklich ein schwarzer Freitag. Oh, wenn ich die Preise sehe, alleine schon hier, ist egal, völlig egal, was ich anklicke hier. Hier die Lepo AG, 9,98 Euro fairer Preis. Der ist natürlich nicht gefallen, wenn wir jetzt mal gucken. Ja, ein bisschen, ja gut, bisschen, aber das ist nicht merkbar. Also das ging hier gerade mal durch einen Trade um 1 Cent runter. Kann man also komplett verschmerzen. Aber der Preis für 4000 Anteile... 7,59, der Kurs ist richtig in den Keller gegangen, denn das, was jetzt nicht gestoppt worden ist, die Orders sind zwar gestoppt vom System, aber nicht die Systembank. Die Systembank sagt sich, jo, shit happens, wenn keiner kauft, gehe ich mit dem Kurs runter. Ich kann doch machen, was ich will, ich bin die Systembank und ich gehe weiter runter. Aber es kann keiner kaufen, das präsentiere ich hier mal. Ich will gerne kaufen jetzt. 7,59, geiler Preis, ich habe genug Geld. Ich will es um 45 kaufen. Stell die Order rein. Nein, die Börsenaufsicht hat die Ordererstellung vorübergehend deaktiviert. Da kann man verzweifeln. Also jeder, der länger an der Börse dran ist und sich auch auskennt auf dem Markt und geht mal hier unter neue AGs und schaut sich die Entwicklung an, was hier gerade passiert mit den Preisen. Wir sind hier bei 67%. Ach gut, ist auch gesperrt, die AG. Gut, hier 66%. Egal wie es ausgeht, TK International. Könnte ich kaufen, statt für 93, für 67. Jeder halbwegs, also da müssen schon alle im Urlaub sein, damit das passiert. Das ist noch nie vorgekommen. Also wir gucken alle auf die geilsten Angebote, können nicht reagieren, weil die Börse gesperrt ist. Unsere ganzen Aktien von der fairen Preisentwicklung sind in den Keller gegangen. Es wurden aber noch nach dem Tageswechsel, wurden noch Orders erstellt. Es laufen aber noch aktuell Orders. Ob jetzt die automatischen Order-Regeln noch weiterlaufen, ich meine, das wäre natürlich echt der Burner. Hier, es laufen noch weiter Orders rein für 9,85. Das ist natürlich eine üble Geschichte. Das heißt, es wird anscheinend doch weiter gehandelt. Und diejenigen, die mit Order-Regeln arbeiten, haben anscheinend den Vorteil, weil die sind ja anscheinend nicht geblockt. Ich weiß es nicht. Also hier wird einiges reingeschoben. 1 Uhr. Hier wird man kaufen für 10,32. Achso, gut, hier sind jetzt irgendwelche Orders, die reinlaufen. Hier, das sind Systembank durch Liquidationen hier, glaube ich, so wie ich das sehe. Knorf, buy, okay, 51 Euro. Wer kann denn da jetzt bitte auf 0.40 Uhr eine Order erstellen für Knorf? Buy Order vom System. Jo, liquidiert. Okay, das ist die Systembank selber, die aktuell die neuen ELs stoppen. Die sind ungerecht. Ja, genau. Ja, das ist... Also hier laufen ziemlich viele Sachen, die aber der Radi nicht stoppen kann, weil er befindet sich zurzeit nicht am Rechner und er kann nicht reagieren. Also es wird eine spannende Geschichte, liebe Leute. Egal was passiert, wir werden abwarten müssen. Was kann passieren? Man könnte unter Umständen das System zurücksetzen, dass alle Aktiengesellschaften, die jetzt abgestürzt sind, dass man das vielleicht auf 23.55 Uhr zum 17.07. zurücksetzt und dass die Börse normal funktioniert. Was könnte man noch machen? Komplett alle auf Null, komplett neu starten, dass jeder neu anfängt, jeder die Chance hat, neu zu starten. Was könnte man noch machen? Ja,
Ich weiß nicht, Panik schieben. Rumrennen, Hände nach oben reißen und durch die Innenstadt alle anschreien, die Börse ist tot, die Börse ist tot, ich weiß es nicht. Also das ist wirklich totaler Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Boah, ich kann es doch gar nicht beschreiben. Also ich werde jetzt die Aufnahme beenden, werde sie fertig machen und rausjagen. Einfach nur rein informativ, schwarzer Freitag ist da, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Diejenigen, die dann vielleicht irgendwann mal reingucken, die können sich das ganze Dilemma hier in diesem Let's Play einfach mal angucken. Einfach mal ein paar große, vielleicht klicken wir noch ein paar große durch, um das mal zu zeigen. Attila Invest, ein Riesenunternehmen, runtergeknallt von 59,99 auf 6,32 €. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da ging was völlig in die Hose mit der Berechnung, Leute. Wolf Group, ich klicke nur mal die Größten an jetzt hier, die hier sind. Wir haben jetzt hier, ja, so, bumm, fairer Preis, 171 auf. Auf 30 Cent. Also das ging, es ist also spannend. Theoretisch gesehen, wenn der Markt jetzt noch offen wäre und es würde jemand diese Geldorder bedienen, würde er ja bei einem fairen Preis von 0,30 zu 153 verkaufen. Damit das nicht passiert, damit jetzt nicht alle irgendwie wie die Wahnsinnigen meinen, sie könnten die durch das System fehlerhaft verursachte Berechnung Riesenreibache machen. Und dass das am nächsten Tag dann wieder in die Hose geht. Denn was würde dann passieren, wenn plötzlich alle Aktionäre von Wolf plötzlich alle Orders zu 153 € bedient zu einem fairen Preis von 30 Cent? Dann würde es natürlich bei der AG zu einem riesen Boom kommen. Aber wenn dann wieder die ganzen fairen Preise zurückgesetzt werden, da würde das zu einem riesen Chaos führen. Das ist jetzt ja schon an diesem schönen, schönen schwarzen Freitag, 18.07. 2014 ist das jetzt schon ein Riesenchaos, weil es wird mehr spekuliert als getan, denn man kann nichts tun. Man kann jetzt nicht handeln, man kann überhaupt nichts machen. Wenn ich überlege, dass gleich meine Anleihen ausgezahlt werden, meine Haupt-AG, Entschuldigung. Oh Gott. Okay, also schaut euch das Dilemma an, guckt euch einfach mal hier die ganzen FP30 Sachen an. Also die Sondersendung. Es wird spannend werden. Vielleicht melde ich mich in einem zweiten Teil zum Schwarzen Freitag nochmal wieder und zeige dann in einer zweiten Sondersendung zum Schwarzen Freitag die Regulierung. Vielleicht mache ich das, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Genauso ein kurzer Teil wie jetzt. Und diesmal habe ich es versprochen. Es wird ein kurzer Teil. Es ist ein kurzer Teil. Einfach nur eine Berichterstattung. Und gehabt euch wohl. Ich bringe nochmal die Auflösung zum Rätsel. Vielleicht fangen wir neu an. Vielleicht bricht alles zusammen. Wir werden sehen. Also viel Spaß und drückt alle die Daumen. Das ist wirklich grausam. Also, ne? Bis denn. Tschüss. Einen schönen schwarzen Freitag noch.